Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Rune Factory 5. So, wir sind ja jetzt hier an unserem schönen Urlaubstag und verbringen hier viel Zeit mit den Gegnern. Genau, erstmal auf das Feuertor. Yes. Komm, und Wirbelattacke. Achso. War schon. Kleber? Ich habe Kleber bekommen? Hey, jetzt kann ich endlich jemanden eine kleben. Einmal heilen. Okay. Und ruhig sprinten. Elsie. Und so ein komischer Riss. Halt, stopp, hier haben wir zwei Richtungen. Steinblöcke bekomme ich hier auch noch. Wunderbar. So, dann schauen wir doch mal, wo führt uns der Weg denn hin? Das scheint eine Abkürzung zu sein, die ich irgendwie ungern nehmen möchte. Klar, wir haben es schon sehr spät und schlussendlich würde mich das Zeit sparen hier im Dungeon, aber wow. Wow. Okay, ich muss die erstmal umhauen. Weg mit dir. Die haben Elsie umgehauen. Die haben Elsie umgehauen. Verdammt, ich habe keine Runenmacht. Keine Runenmacht, ich habe keine Runenmacht. Ich habe aber Essen. Ich habe irgendwo Essen. Essen, 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 Essen. Essen habe ich doch. Runenpower 200. Nehmen wir den Traumsaft, der ist doch in Ordnung. So, damit ist Elsie wieder da. Eigentlich kompletter Schwachsinn, aber egal. Und komm, hau ihn um. Damit haben wir alle. Ist wieder was zum kaputt machen. Nee, ach, das ist eine Mauer. Die muss ich erst kaputt kriegen. Und dahinter ist dann was. Das heißt also, hierfür fehlt uns noch der Schalter. Ja, hier ist der Schalter. Hui, das war knapp. Seht ihr das Schalter jetzt nicht? Nee. Oder? Ist das jetzt unten? Es ist unten, okay. Schon wieder greift das falsche Ziel an. Ich glaub's nicht. Egal. Komm. Mir geht es jetzt hier darum, was ist in dieser Kiste?
Herztrank. Was bringt mir der Herztrank? Was bringt mir der Herztrank? Eine spezielle hergestellte Medizin erhöht maximale HP für deine Gesundheit. Warum eigentlich nicht, ne? Wow, das hat mich jetzt so weit nach vorne gebracht. Leute, Hammer. Das hätte ich ja nie erwartet, dass ich dann so einen Boost bekomme. Halt Lähmungen. Stärke plus 3, ja komm. Hauen wir rein. So. Euch heile ich mal alle hoch. Alle sagen danke. Ich hätte die Ärzte da übersehen. Oh mein Gott. Schattenstein. Ich will aber Gold und keinen Schattenstein. Sag mal, liebes Spiel, hast du es irgendwie nicht geschnallt, weswegen ich hier bin? So, haben wir jetzt endlich mal den richtigen, ja. Komm, damit keine Monster mehr nachkommen. Yes! Okay, wir haben noch einen Heiltrank bekommen, ist auch gut. So, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind jetzt hier. Das haben wir jetzt hier so einen kleinen Raum. Okay. Ich habe doch auch hier Tränke bekommen, oder? Ich habe doch auch einen Trank bekommen da. Genau, halten wir mal. Ja. Gut. Haben wir das auch geklärt. Danke. Dann ja. Schön, dass wir das geklärt haben. Danke. Ach, es ist spät. Ich muss los. Und tschüss, und tschüss, und tschüss. Ja, sowas kommt dann unerwartet. Sehr unerwartet. Komm. Oh. Oh. Das war nicht geplant. Sowas würde dann böse ins Auge gehen, wenn man gerade keine Runenpunkte hätte, ne? Dann hätte ich mich jetzt gerade gewone-hittet. Behalten. So, da können wir uns dann wieder hin teleportieren. Für den nächsten Tag. Ja. Aber auch hier wieder leider kein Gold gefunden. Aber ist schön. 19 Uhr verschwinden sie alle. Oh, ich muss weg. Ist spät. Muss Haier machen. Muss zum Essen. Ach, der Truppler streamt gerade. Muss ich weg? Gut, das wäre ein Grund, den könnte ich natürlich verstehen, ne? Packen wir jetzt mal alles in die Aufbewahrungskiste. War jetzt aber echt ein bisschen doof.
Ach, ich mach schon wieder falsch rum. Ach, ich bin doch echt... Manchmal weiß ich nicht, wo ich gerade mit den Gedanken bin, wenn ich das drücke. Oh, das gibt mir 2895 Gold. Das ist schön. Was ich da gefunden habe. Packen wir nochmal gleich in die Kiste. Ich weiß, das könnte ich auch am nächsten Tag noch machen, wenn ich dann aufstehe, aber egal. Ah, das packe ich jetzt nicht hier rein. Vier Stück. Hineinsehen. Eine Schere wollte ich eh noch verkaufen. Passt sicher. Wo ist es? Das ist das da. Sashimi. Dann hatten wir... Okay, damit haben wir eigentlich alles soweit erledigt. Jetzt sammeln wir ja ganz kurz die Steinchen ein noch. Na. So. Fünf, sechs, sieben und acht und die neun. Gar nicht zu häufig drücken, weil in der Nähe sind Felder und dann, ne? Eins, zwei, drei. Gehen die Felder nämlich kaputt. Hatte ich ja jetzt schon häufig genug. Okay, dann da reinräumen wieder. War das auch erledigt. Ich habe noch ein bisschen Runen gemacht. Das heißt, ich könnte noch ein paar Werkzeuge schmieden, um meine Schmiedekunst hochzubringen. Nur auf 21, Leute, auf 21. Wow. Hineinsehen. Eins, zwei. Ich glaube, jetzt habe ich alles, ne? Dann ganz kurz die Taschen sortieren. Habe ich noch was drin? Und das habe ich noch nicht einsortiert. WTF. Was habe ich hier verkehrt gemacht? Ich könnte gerade mal gucken. Kann ich jetzt das Werkzeugbrot naschen? Bewährte Hake. Löwengießkanne. Okay, ich darf die wahrscheinlich alle nicht herstellen, weil mir dafür Gold fehlt. Oh. Oh. Bewährte Hack. Nee. Moin. Okay, dafür brauche ich erstmal mehr Runenpunkte. Weil mit 690 komme ich da nicht weit. Dann gehen wir erstmal schlafen. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt mein Skill wurde nicht verbessert. Was ist denn da kaputt? So. Sicherheitslanze nehme ich eh nie mit. Den Zweihänder auch nicht.
Nehme ich auch nicht mit. Die Axt nehme ich mit. Die Axt nehme ich mit hier. Stopp. Die Angelrute auch. Das ist der Spielzeughammer. Der kann auch erstmal rüber. Dass wir ein bisschen hier echt Platz schaffen. Das Fuchsglöckchen lasse ich jetzt mal da. Ich würde sagen, damit habe ich jetzt echt schon mal viel Platz geschaffen. Aber ich würde auch sagen, hier habe ich erstmal was ganz Blödes jetzt. Ich kann das nämlich nicht schmieden. Weil ich brauche dafür 870. Jedenfalls regnet es, das ist schon mal eine gute Nachricht. Was waren das? Das waren die Kartoffeln. Wir untersuchen die Kartoffeln. Stufe 4. Okay. Dann bauen wir davon jeweils... einmal ab. Und Fertigkeit ab, auf, Fertigkeitsaufstieg, so. Kartoffeln kommen auch noch rein. So, was haben wir hier? Ich will erst wissen, hat sich das jetzt gelohnt oder brauche ich erst eine bessere Sichel? Also mindestens für Stufe 4 müsste ich ja können, ne? Warum? Du blödes Ding. Ah. So, erstmal Essen hier holen für meine lieben netten da oben. So. Spinat. Welche Stufe hat der Spinat? 4. Okay. Das heißt, dann pflanze ich den jetzt auch dann nochmal ein. Und einen verkaufe ich. Weil wenn ich das verkaufe, dann kann ich den nämlich für 4er wieder kaufen, ne? Darf man jetzt nicht vergessen. So. Einstecken. Einstecken und einstecken. So, dann gebe ich jetzt erstmal ganz kurz mich oben um meine Spinne kümmern. Auch hier irgendwo rumwuselt. Ach, da ist er. Tekla ist schon am Arbeiten. Was auch immer Tekla macht. Tekla, ich habe hier auch was zu essen für dich. Achso. Gut. So, dann gehen wir mal ganz kurz rein, holen mal unser schönes, nettes Seidenbädchen da raus und das können wir ihr dann wieder geben. Denn mit dem Seidenfaden kann man auch nochmal bei ihr anscheinend Punkte machen. Jedenfalls kommt es mir immer so vor, als ob ich damit sehr gut bei Jan komme. Oh geil, du hast mir einen Seidenfaden geschenkt, den ich selber gesponnen habe, geil. Seht ihr? Hier ist mein Herz. Ja, und Stufe 5 schon. Also, ne? Das nenne ich eine sehr innige Beziehung zwischen Tekla und mir. So, welche Aufgabe hatte ich ihr jetzt gegeben bei den Feldern? Mitnehmen, um Hilfe bei der Pflanzensaat bitten. Wir sind gar nicht befreundet. Okay.
Und wir sind nicht befreundet. Ja. Stufe 5 und wir sind nicht befreundet. Jetzt bin ich traurig. Gut, so, dann wollte ich jetzt als nächstes, bevor ich hier auf große Reise gehe, in das Innere nochmal rein. Jetzt habe ich das Fuchsglöckchen nicht mitgenommen, ne? Ja, war klar. Also nochmal zurück. Das ist dann natürlich saudumm. Hineinsehen. Wir müssen das Glöckchen. Wo ist das Glöckchen? Bin ich blind? Ich hatte es dabei. Kein Kommentar. Kein Kommentar. No Kommentare. Okay. Also. Das habe ich schon ausgewählt. Das ist perfekt. So. Neuer Tag, neues Glück. Spawnst du wieder? Ja, spawnt wieder. Ich muss echt aufpassen. Ja, du machst mir keinen Schaden. Ein Schlag noch. Okay. Fehlschlag. Na komm. Gesperrt. Platzieren, werfen, geben. Zähmen. Oh, schön. Jetzt darf ich so zähmen. Oh, Fehlschlag. Warum? Eben gerade einmal funktioniert. Fehlschlag. Ja, jetzt darf ich wieder nichts sehen, ne? Ich muss, glaube ich, da auf dieses Schloss achten. Komm. Thank you.
Fehlschlag. Ich weiß nicht, muss ich es lange streicheln oder... Ah. Komm her. Ja. Also was man hier definitiv machen kann, ist erstmal das Zähmen hochbringen. Komm, zähm dich doch. Na komm. Komm her. Oh, das gibt's nicht. Lass dich zähmen, du blödes Vieh. Ich möchte ungern nochmal auf dich draufschlagen, weißt du? Okay, ein Schlag geht noch, oder? Nein, das war zu viel. Ah. Da bin ich zu stark für das Tier. Mann! Okay. Gut. Egal. Ich hab's versucht, wie gesagt. Beschrieben wurde, dass man da halt speichert, es probiert. Aber ich glaube, das hat damit ein bisschen mit diesem Schloss zu tun, was da verfügbar ist. Und deswegen bin ich eher der Meinung, dass es wirklich da was mit diesem Schloss zu tun hat. Es ist jetzt zähmbar, es ist nicht zähmbar. Nur es ist halt immer fehlgeschlagen, wahrscheinlich weil mein Skill noch nicht hoch genug dafür ist. Und das könnte halt jetzt dann schlussendlich der Grund sein. Aber jetzt holen wir uns ganz kurz wieder unsere drei Flüchtlinge. Ja. Tag der Arbeit, das heißt, die sind eh wieder am Arbeiten. Danke für die Rübensaat. Ja. Du hast irgendwas Bestimmtes. Was verkaufst du denn? Ich möchte mal ganz kurz gucken. Hat sie irgendwas Besonderes gerade da? Kartoffeln müssen doch jetzt Stufe 4 sein. Genau. Und Spinat. Jawohl. Das wollte ich doch sehen. Das heißt. Ich könnte jetzt sogar massig Kartoffeln. Seenrettich ist 1, Futtersaat. Hier diese Blümchen da, die sind nicht dabei. Ja, schade. Ne, das wär's. Die reden wir auch ganz kurz. Schon gut. So, Lucy. Ziehen wir gemeinsam los. Okay, dann haben wir schon mal Lucy. Lucy haben wir schon mal, das ist gut. Dann brauchen wir jetzt Elsie. Ich dachte eigentlich, sie sollte da irgendwie Essen oder sowas hinwerfen, aber scheinbar nicht. Hallo, Fuka. Was, sie hat Geburtstag? Gedämpfter Schokokuchen? Naja. Kann man jetzt drüber denken, was man möchte. Ich weiß nicht, gedämpfter Schokokuchen. Naja. Okay. Wahrscheinlich ist er sehr fluffig. So, und Reinhard. Reinhard. Wo bist du? Das ist hundertprozentig hier. So,
Im Moment. Er ist gar nicht hier. Moment, wo ist Reinhard? Was ist er denn? Da ist er. Beim Kristallladen. Ich glaub's nicht. Was macht ihr denn jetzt beim Kristallladen? Halt, stopp. Ihr habt da irgendwas gesehen. Was habe ich denn da? Irgendwas. Stöckchen. Stöckele. So. Halt beim Kristallladen. Hier ist er. Womit ich mich auch noch nicht weiter viel beschäftigt habe, aber es kommt ja noch, ne? Ist ja nicht so, dass mir hier mit Informationen zugeklatscht wird. So. Erstmal begrüßen wir dich ganz kurz. Den Lukas. Auch hier schien es wieder eine sehr interessante Gesprächsrunde zu sein. Dabei wollte ich eigentlich nur... Okay. Vergiss es. Genau, so. Eigentlich sollte das noch in diesen Part mit rein und das werde ich auch noch versuchen jetzt umzusetzen, diesen Bosskampf. Ist ja wohl ein Ding der Unmöglichkeit, ey. Ich weiß, auch doof, fällt mir gerade auf. Ich hätte meine Rundpunkte vielleicht vorher noch auffüllen sollen, aber... Hey, for Content, ne? Habe ich denn irgendwas, um irgendwie ansatzweise meine Rundpunkte hochzuspringen? 4, wow. 12, ja. 400. Ja, komm. Hat Zeit. Let's do this. Ne? Dieser Nebel, er muss vom Monster kommen. Ein Mumiendrache. Eine Drachenmumie. Meine Güte. Dachte ich's mir doch. Leute, wie wär's denn da mal auszuweichen? Nein? Nein? Okay, da weicht halt nicht aus. Boah, Jungs! Ja, geil. Ja, hallo? Der Drache geht ja mal ab. Ja, sterbt doch gleich alle wieder, hä? Huh?
Ah. Nein. Okay, gut. Das bringt mich eigentlich gar nicht weiter. Jetzt könntet ihr mal bitte aufstehen. Oh, shit. Oh, wir haben ihn geschafft. Hui. Der Weg, der tiefer hineinführt, ist... Ja? Ist? Keine Bewegung, Oswald. Du Erdfreund. Ein Glück, er hat noch keinen Zauberkreis gezogen. Schon allein sein Brüllen reicht aus, um mich aufzuhalten. Wenn er noch mehr Kraft absorbiert, sind wir erledigt. Troplay, reiß dich zusammen! Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Zauberkreis malt. Schon dabei. Nun erfährst du Gerechtigkeit. Uff, das ist schlecht. Also für euch. Auf sie! Was? Meine Kraft schwindet. Hahaha, überrascht? Der dunkle Drache lebt wieder und strotzt geradezu vor Runenkraft. Macht euch bereit für eine Tracht Prügel. Dieser Erdfreund ist gefährlich. Hau ihn in Stücke. Ich halte dich auf. Scarlet. Trödel nicht so herum. Mach sie beide fertig. Du Verfluchter. Was machst du da? Zehr nicht an meiner Kraft. Warum? Hat er dich dazu angestiftet? Troplay. Scarlet? Oh, jetzt liegen wir alle da. Super. Ja? Ich werde nicht mehr. Und ich dachte, ich würde ihn mal verraten. Unglaublich, dass er mich einfach so ausgeschmiert hat. Wohl keine Ehre unter Dieben. Dein Raubzug hat ein Ende. Verdammt! Du hast doch keinen Tropfen Runenenergie mehr übrig. Wieso stehst du noch? Eine Hüterin ist immer bereit. Ah ja? Man kann es mit der Vorbereitung auch übertreiben, weißt du? Spar dir deine Komplimente für den Feldhauptmann. Unser Ass im Ärmel war ihre Idee. Was meinst du damit? Ich habe mich nur totgestellt, wie du es wolltest. Erklär ich dir alles nachher. Zuerst müssen wir uns um den Runendieb schnappen. Alles klar. Ernsthaft, muss ich jetzt noch gegen Oswald kämpfen? Wir nehmen dich fest. Macht nur. War zwar alles ganz lustig, aber ich habe genug vom Kämpfen. Wow. Schön. Soviel zu dem Thema. Ihr zwei seid unverletzt beeindruckend. Und habt sogar ein kleines Andenken für mich. Ein Lob ist angebracht. Letztes Mal habe ich dich ohne zu zögern ins Hauptquartier ausgeliefert, aber jetzt kommst du nicht so leicht davon. Hä? Ich fürchte, ich bin ganz durcheinander. Muss Amnesie sein. Ich
Spielen wohl keine große Hilfe. Schluss mit den Spielchen. Wir wissen, dass du den Angriff des Drachen mit deinem Huhnkristall abgewehrt hast. Und ich habe es genauso gemacht. Huhnkristall? So haben wir also überlebt? Ganz genau. Hauptmann Livia hat ihn für genau solche Momente gegeben. So wurde seine Energie absorbiert, nicht unsere. Das war die Idee des Feldhauptmanns? Ha! Warum nur Scarlet? Ich hätte auch einen tragen können. Ich hatte nur Zeit, einen einzigen vorzubereiten. Also hast du ihn Scarlet gegeben? Ja, weil ich wusste, dass du auch so zäh genug bist. Ich bin zäh? Das ist nur die halbe Wahrheit. Du bist stärker als ich, also sollte ich die Rückendeckung geben. Ich war zwar anderer Meinung, habe aber den Kristall aus einem anderen Grund mitgenommen. Und der wäre? Hauptmann Livia hat vermutet, dass eher du dem Dieb die Falle tappen würdest. Das wäre also geklärt. Weiter im Text. Oswald. Du hast gewaltige Mengen Runenergie von diversen Orten gestohlen, unter anderem dem Wald und dem Vulkan. Und außerdem den dunklen Drachen wiederbelebt, korrekt? Ja, so ist es. Dann bist du aus dem Seed-Hauptquartier geflohen und hast den Drachen zu den Meline-Kristallhöhlen und nach Atolls Ende gebracht, um dort wiederum Energie direkt aus der Runenquelle zu stehlen. Nun mal langsam mit den jungen Kobolden, ne? Was soll das mit den Meline-Kristallhöhlen? Diese eine schmutzige Tat kann ich nicht gestehen. Oh, stell dich nicht dumm. Entschuldigung, aber ich weiß nun mal nicht, was ich nicht weiß. Komm schon, wir haben Zeugen, die dich dort gesehen haben. Die müssen sich irren. Das führt doch zu nichts. Scarlet, ruf Lukas herein. Ja, Hauptmann. Was meinst du, Lukas? Das ist nicht der Mann, den ich gesehen habe. Ganz sicher. Tja, was sagt man dazu? Wer war dann beim Drachen? Hey, das wüsstest du wohl gerne. Du meinst, du weißt es? Das tue ich in der Tat. Dann verrat es uns. Natürlich, unter einer Bedingung. Die wäre, lasst mich frei. Sei nicht albern, so eine Bedingung können wir nicht zustimmen. Nein, Moment. Das würde ausreichen, damit Männer wie du ihre Treue in den Wind schießen. Genau. Wenn das so ist, nun gut, ich stimme zu. Hauptmann Livia? Bei allen Respekt, aber was denkst du dir eigentlich, mit einem Dieb zu schachern, der von Seed gesucht wird? Ich übernehme die volle Verantwortung. Aber Hauptmann! Scarlet, Lukas, bitte lass uns allein. Gerade wenn es interessant wird. Aber es geht mich wohl nichts an. Ich gehe ja schon. Worauf wartest du, Scarlet? Wenn du jetzt gehst, kannst du alles glaubhaft abstreiten. Nein, ich bleibe und höre zu. Wie du willst, aber danach gibt es kein Zurück mehr. Verstanden. Selbst wenn wir ihn freilassen, kann ich ihn immer wieder neu schnappen. Das sagt sie so. Ist das in Ordnung für dich? Na gut, ich bin nicht so hirnverbrannt, mich dreimal schnappen zu lassen. Also abgemacht. Nun, dann sag uns alles, was du weißt. Von mir aus, die Person, die den Drachen zur Melin-Kristallhöhle gebracht hat, war niemand anderes als Direktor Gideon. Was? Du lügst doch. Du redest hier immerhin vom Gründer von Seed. So, das würde er niemals tun. Er hat seine ganze Karriere dem Kampf gegen die Ungerechtigkeit gewidmet. Lustig, er behauptet, er hätte es für die Gerechtigkeit getan. Sonst hätte ich auch nicht zugestimmt, ihm zu helfen. An deinen Taten ist nichts gerecht. Du hast so viel Runenergie gestohlen, dass du die Erde selbst verletzt hast. So jung und so ignorant? Sag mir mal eins, wäre es nicht ungerecht, sich zugunsten eines guten Gewissens zurückzulehnen und zuzuschauen, wie die Welt brennt? Im Namen der Gerechtigkeit heiligt der Zweck die Mittel. Aber Seed soll die Leute beschützen, nicht sie kontrollieren. Junge, Junge, Junge. Muss ich wirklich aussprechen, was Seed hinter den Kulissen getan hat, um den Frieden zu bewahren? Hinter den Kulissen? Seed ist ein Pakt mit der Unterwelt eingegangen und hat uns Banditen freie Hand gelassen, uns wie wütende Küffel aufzuführen. Dann haben sie aufgeräumt und behauptet, die Straßen gesäubert zu haben. Alles nur Theater. Mit eurem Direktor in der Hauptrolle. Und wie eine Herde Wollis vertrauen die Leute Seed mit ihrem Leben. Schaut euch doch mal an, wie ihr den Haufen verteidigt. Was? Das würde Seed niemals... Ich finde übrigens nicht, dass sie irgendwas falsch machen. Man macht sich nun mal die Hände dreckig, wenn man den Müll rausbringt. Was hat Gideon vor? Was für eine Gerechtigkeit möchte er mit der Macht eines Drachen erreichen? Er meinte, er will absolute Ordnung schaffen. Aber was er genau mit den Drachen vorhat,
Keine Ahnung, das hat er mir nicht erzählt. Er hätte ja fast den Löffel abgegeben. Vermutlich hatte er Angst. Vermutlich hatte er von Anfang an vor, mich loszuwerden. Ja, vermutlich. Er braucht mich nicht mehr. Wenn er mich also jetzt ins Hauptquartier schickt, könnt ihr euch ja denken, was als nächstes passiert. Ich würde lieber verschwinden, statt mich verschwinden zu lassen. Tja, also, heute hat sich einiges getan. Was habt ihr zwei als nächstes vor? Was meinst du? Es verlassen sich so viele Nationen darauf, dass Seed für Recht und Ordnung sorgt. Auch das Königreich Norad. Aber Seed musste unerlaubte Methoden einsetzen, um sich diesen Ruf als Ordnungshüter zu verdienen. Was ist die harte Realität, in der wir uns wohl befinden? Aber ich werde euch nicht vorschreiben, was ihr zu fühlen habt. Ob ihr die Wahrheit nun akzeptiert oder nicht. Wenn Seeds Art der Gerechtigkeit eure Prinzipien verletzen, könnt ihr eure Posten niederlegen, zumindest fürs Erste. Besonders du, Troplay, nachdem du immerhin erst seit kurzem dabei bist und das nicht einmal völlig freiwillig. Vielleicht wäre es besser, wenn du Seed verlassen und über deine Prioritäten nachdenken würdest. Um herauszufinden, woran du glaubst. Ehrlich gesagt überfordert mich die ganze Sache etwas. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und bis ich das herausgefunden habe, werde ich Seed verlassen und meine Möglichkeiten überdenken. Das klingt vernünftig. Ich betrachte es einfach als Beurlaubung, damit du unsere Einrichtung weiterhin benutzen kannst. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst und komm mit einer klaren Antwort zurück, okay? Bis dann behalte ich deinen Zaubersiegel. Verstanden. Was mit dir, Scarlett? Tja, ich bleibe bei Seed. Ich bleibe eine Hüterin und finde heraus, was Gerechtigkeit wirklich bedeutet. Ich verstehe. Lassen wir dieses deprimierende Thema nun. Unsere Wege werden leicht auseinandergehen, aber wir müssen unsere Bande nicht trennen. Unsere Verbindung zu Seed spielt keine Rolle. Wir sind Freunde, die Rickbart beschützen müssen. Ich hoffe, ich kann weiter auf euch beide zählen. Ja, natürlich. Unterstützen wir uns weiter gegenseitig. Einverstanden. Und damit weggetreten. Was? Bitte das wirklich? Radia? Waren das jetzt gerade ernsthaft die... What? Okay, ich glaube jetzt mal nicht, dass es jetzt gerade wirklich ernsthaft die Endcards waren. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich schicke jetzt erstmal meinen ganzen Trupp nach Hause. Weil das wäre jetzt ein sehr kurzes Let's Play. Möchte ich nur mal ganz kurz so anmerken, ne? Nein, du sollst nach Hause. Geh schon mal nach Hause. Geh schon mal nach Hause. Wenn ich zu kochen, ich habe gerade Urlaub, also kann ich überbringen, blablabla, gut, nix. Wir wollen einfach nur so reden. Geh schon mal nach Hause. Gut, während ich jetzt versuche herauszufinden oder dann auf eure Kommentare warte, wie auch immer, bedanke ich mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ja, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.